Viele der sogenannten Abendlandretter haben ja mit einem reaktionären Islamverständnis viel mehr gemein als mit einem Verständnis einer liberalen, offenen Demokratie. Nehmen wir nur mal die Amerika-Feindschaft, die in diesen Kreisen ja kursiert, oder das Verständnis von der Rolle der Frau in der Gesellschaft, das Verhältnis zur Religion, die ja von beiden Seiten, christliches Abendland versus Islam, hochgehalten wird, oder der Umgang mit Minderheiten, seien das Homosexuelle oder seien das eingewanderte Menschen. Da kann sich der Mullah und der Abendlandretter doch sehr oft die Hand geben, auch gegen den gemeinsamen Feind. Das sind die Verteidiger der offenen Gesellschaft.